Krebserkrankung bedeutet für viele Patientinnen, Patienten und ihre Angehörige, dass sie durch die vielleicht schwierigste Zeit in ihrem Leben gehen müssen. In dieser schwierigen Zeit braucht es neben einer guten medizinischen Versorgung vor allem ganz viel Unterstützung und Rückhalt. Und dieser Rückhalt kommt von Menschen, die Familie, die Freunde. Aber diesen Rückhalt gibt es auch von professioneller Seite, nämlich in den eigens dafür eingerichteten Krebsberatungsstellen. Unter dem Dach der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es in jedem Bundesland eine Landeskrebsgesellschaft, die mit professionellen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Menschen in dieser schwierigen Situation zur Seite steht. In insgesamt über 130 Krebsberatungsstellen in ganz Deutschland bieten wir psychologische Beratung, wir bieten sozialrechtliche Beratung an und unterstützen die Menschen eben in allen Belangen, die im Rahmen einer Erkrankung auftreten. Der psychologische Aspekt ist ein ganz wichtiger. Wie gehe ich mit Ängsten, mit Sorgen um? Was kann ich selbst für mich tun, um die Lebensqualität zu erhalten und auch wieder zu steigern? Aber auch der Aspekt, welche Anträge kann ich stellen? Was steht mir eigentlich zu als Patient? Was passiert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Sichert meine Familie ab. Also ganz praktische, finanzielle und soziale Aspekte werden bei uns ebenfalls besprochen. Die Beratungen sowohl für Patienten als auch für Angehörige sind komplett kostenfrei. Das ist uns auch ganz wichtig, damit einfach jeder Zugang zu diesen Möglichkeiten hat. Natürlich kostet aber die Arbeit in Beratungsstellen mit qualifiziertem Personal etwas. Bislang war es so, dass die Landeskrebsgesellschaften als gemeinnützige Vereine sich ausschließlich über Spenden und freiwillige Zuschüsse finanziert haben. In diesem Jahr ist es dazu gekommen, dass die gesetzliche Krankenversicherung erstmalig in die Finanzierung eingestiegen ist und nun mit bis zu 80% die Kosten für die ambulante Krebsberatung bezuschusst. Es war ein langer Weg bis dahin. Wir sind sehr, sehr glücklich über diesen wichtigen Schritt in der Gesundheitspolitik. Es gibt neben der Beratung ganz, ganz vielfältige Angebote, die wir machen. Es geht darum, die Menschen zu informieren, zu Aktivität anzuregen. Daher organisieren wir viele Vortrags- und Informationsveranstaltungen, bieten Workshops an, Kurse, Mitmachangebote. Und ich lade Sie ein, sofern Sie ein Angehöriger oder irgendjemand in Ihrem Umfeld betroffen sind, nehmen Sie die ambulante Krebsberatung in Anspruch. Nehmen Sie die Hilfe in Anspruch, die wir für Sie bereithalten, für Sie aufgebaut haben. Und melden Sie sich bei uns.